Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Sterbenskontrolle. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stöpselkopf. Heute zur letzten Ausgabe zu dem besonderen Special, wie entsteht eine Stöpselkopf-Folge. Und ich habe mir noch mal ein paar Gedanken gemacht zu dem, was ich in der letzten Folge angedeutet habe, was wir heute machen wollen. Das waren ja zudem der Schnitt, das Hochladen und das Werbung machen. Und bei den zwei letzten Punkten dachte ich mir ganz einfach, ja, wo unterscheide ich mich da zu anderen YouTubern? Und habe mir jetzt auch letztendlich gedacht, nee, jetzt lasse ich das ganz einfach raus. Das letztendlich Interessante ist ja für euch sowieso der Schnitt, wie ich meine Videos schneide, bearbeite etc. etc. Und ja, da zeige ich hauptsächlich nur das, weil das andere Werbung machen, naja, das auf Facebook, das kriegt ihr mit. Genauso, was ich unten für Stichpunkte eingebe etc., das könnt ihr ja alles lesen und ich glaube, das brauche ich nicht großartig kommentieren. Und ich habe zur heutigen Folge schon auch schon ein bisschen was vorbereitet, weil gerade jetzt so etwas wie Festplatten kopieren auf die andere Festplatte im PC, das muss ich glaube ich nicht groß kommentieren. Das Einzige, was immer aufwendig ist, ist jetzt echt von diesen kleinen Action-Cams, weil die Dateiformate sind echt riesig und das dauert in der Regel ein bisschen länger, weil die noch USB 2.0 haben, aber das nimmt man in den meisten Fällen einfach in Kauf, weil diese Qualität von diesen kleinen Action-Cams, die man ja einfach irgendwo in die Ecke stellen kann, einfach so genial ist. Ihr habt das ja in der letzten Folge schon gesehen, wie ich zum Beispiel das Set aufbaue und da bieten die sich einfach an, weil sie klein kompakt sind und die Akkus ewig laufen und ja, das Kopieren dauert halt relativ lange. Bei den anderen Kameras, die haben ja nun mittlerweile schon USB 3.0, das geht relativ fix, genauso wie bei diesen Festplatten von diesen Kamerasystemen, was ich da ja letzte Woche auch gezeigt habe. Und das geht eigentlich, wie gesagt, relativ fix und sobald ich das alles auf dem PC habe, habe ich da tatsächlich ein eigenes Programm entwickelt. Das kann ich euch jetzt leider in diesem Moment nicht so ins Detail zeigen. Die eigentliche Aufgabe von diesem Programm ist letztendlich, die ganzen Videosequenzen, die auf diesen Festplatten und SD-Karten sind, alle zu synchronisieren, suchen quasi nach einzelnen Faktoren, die jetzt letztendlich das so synchronisieren, dass es echt in diesem Moment, wenn die Kamera aktiviert wird, synchronisiert wird mit einer anderen Kamera. Sprich, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kamera durchweg laufen lasse und währenddessen eine andere Kamera immer wieder ein- und ausschalte, ein- und aus, auf ganz einfach auf die Aufnahme, wird es dann gleichzeitig auch synchronisiert, wo in welcher Sequenz das gerade war. Und das ist das letztendlich das, was mein Programm macht. Und so brauche ich dann quasi nur noch ein Grundsystem öffnen, was ich euch dann jetzt auch gleich zeige. Und dann brauche ich einfach nur noch die Datei dort reinziehen und schon habe ich alle Tonsequenzen, alle Videosequenzen auf unterschiedlichen Spuren auf die Sekunde genau synchronisiert, so dass ich jetzt letztendlich nur noch die Teile raussuchen brauche, die ich möchte. Und legen wir doch einfach mal los. So, und da sind wir auch schon. Jetzt kann ich ganz einfach mein Videoprogramm starten und da starte ich jetzt ganz einfach meine Grundfolge. Das ist jetzt quasi das Intro mit meinem Logo, was unten immer an der gleichen Ecke ist. Und ja, so kleine Videosequenzen, die ich dann auch in die Spuren schon eingefügt habe. Das ist zum Beispiel die Werbung für die Stöpselköpfe, Facebook-Werbung, Twitter-Werbung, Instagram und wie sie alle heißen. Und das habe ich schon mal vorab mit in den Spuren drin. Die kann ich dann natürlich noch variieren, wie ich lustig bin. Und jetzt kommen wir quasi zu dem, was dieses Programm für mich ganz besonders macht. Ich kann jetzt meine Datei von meinem eigenen Programm einfach hier in diesem Programm öffnen. Alleine diese Sache hinzubekommen, dass es in diesem Programm geöffnet wird, war jetzt schon das Highlight Nummer 1. Deswegen steige ich auch momentan noch nicht auf ein größeres oder besseres Videoschneideprogramm um, weil mir das dann in dem Punkt doch noch ein bisschen, naja, an Zeit fehlt, das jetzt auch irgendwie auf ein anderes Programm einzurichten. Daher lasse ich das erstmal so. Und bis dieses Programm auch so ausgereift ist, dass ich vielleicht irgendwie mal jemanden sagen kann, hier kümmere dich mal drum, dass da was Besseres draus wird oder was man da auch so machen kann. Also ich habe da schon viel Zeit und Mühe reingesteckt, dass das Programm so funktioniert, wie es jetzt dieses tut. Und ja. So, und dann legen wir doch ganz einfach mal los mit dem eigentlichen Rohschnitt. Also ich suche mir jetzt letztendlich einfach die Videosequenzen raus, wie ich sie haben möchte, welche Sachen ganz unbedingt in die Sendung rein müssen. Das ist
eigentlich so das grobe Auslesen. Natürlich auch diese kleinen Outtakes, wo ich mich irgendwie versprochen habe. Ist jetzt in Erinnerung, dass das doch relativ häufig vorgekommen ist, weil ich musste natürlich auch darauf achten, dass ich zum einen habe ich ja diese Special-Folge von der letzten Woche gemacht und die eigentliche Folge, die ich ja jetzt hier schneide. Und ja, da musste ich schon auf so diverse Faktoren Rücksicht nehmen und ja, das hat halt dazu geführt, genauso, was ja auch ein Faktor war, der ganz wichtig auch war, ich musste natürlich auch immer so drauf eingehen, zu welchem Video ich ja jetzt gerade im Hintergrund mein Gedankengang habe. Ich kann heute echt nicht sprechen. Also ich musste natürlich auch darauf achten, dass ich auch irgendwie so eine Brücke zu irgendeinem Video, was jetzt im Vordergrund gezeigt wird, natürlich auch irgendwie einleiten. Ich kann heute echt nicht reden. Und ja, das musste natürlich schon irgendwie bedacht sein und daher habe ich mich da echt ein bisschen häufig verhaspelt. Und ja, wie ich es gerade jetzt auch getan habe. So, und ich denke, wir sehen uns jetzt gleich nach dem ersten Rohschnitt wieder und dann sehen wir mal, wie es weitergeht.
und da sind wir auch wieder nach dem ersten Rohschnitt. Und ja, der hat jetzt tatsächlich gut und gern fast 2 Stunden gedauert. Und ja, ihr habt es vielleicht auch gesehen, dass ich da teilweise echt schauen musste, wo hat der Satz aufgehört, wo muss ich da anknüpfen. Und teilweise habe ich mich da auch echt noch so blöd versprochen, dass es sich nicht so ohne Problem aneinander reinließ. Ja, aber das macht halt das Schneiden aus. So, der nächste Schritt wäre jetzt ganz einfach der, dass ich jetzt sage, dass ich immer wieder zwischen den einzelnen Videosequenzen hin und her schwenke. Also jetzt quasi die Hauptkamera und die Nebenkamera, die ja immer auf die Produkte gerichtet ist. Und bei der Produktkamera nehme ich ja prinzipiell den Ton raus, weil ja von der Hauptkamera der Ton einfach prinzipiell viel besser ist. Und nur in manchen Fällen nehme ich halt noch den Ton von der Produktkamera dazu, um das vielleicht noch irgendwie einen Ticken besser synchronisieren zu können oder zu schauen, hat sich das irgendwie versehentlich verschoben. Und dafür ist er eigentlich prinzipiell eigentlich noch aktiviert, dass ich ihn für den Notfall ganz einfach noch habe. So, jetzt muss ich natürlich auch immer schauen, wann ich diese Produktkamera-Sequenz einfüge. Und was noch dazu kommt, jetzt muss ich natürlich diese einzelnen Videosequenzen vom Bau hinzufügen. Also in der Regel sind es ja eher solche Bauprozesse, die ich im Studio mache, um euch das zu zeigen, wie das funktioniert. Und das ist ja jetzt quasi so ein kleiner Rückblick vom Bau. Und da muss ich jetzt natürlich die ganzen Videos, die ihr ja eigentlich schon kennt, noch raussuchen, da einfügen, dann natürlich noch anpassen auf die Länge, von der Geschwindigkeit vielleicht ein bisschen erhöhen, verlangsamen, je nachdem, wie ich es jetzt natürlich brauche. Dann muss natürlich noch das kleine Logo, was immer rechts unten in der Ecke ist, natürlich noch einfügen, dann natürlich noch Musik, der Abspann und etc. 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 Und ich glaube, ehe das jetzt hier so in Zeit viel zu lang ausartet, verabschiede ich mich, glaube ich, an dieser Stelle schon mal. Ne, ich glaube, wir sehen uns dann einfach nochmal zum letztendlichen Fazit, wie es gelaufen ist und ja, einfach erstmal bis dahin. Turn up the bass.
immer laut. Geschafft, der Feinschliff ist vollzogen, also letztendlich wäre es jetzt bestimmt noch ein, zwei Mal anschauen, vielleicht noch minimale Veränderungen vornehmen, dann ganz einfach noch die Musik drunter packen, lautstärkemäßig anpassen und ganz zu guter Letzt noch der Abspann und dann rendern, hochladen und dann ganz einfach hochladen. Ja, das, naja, das Rendern erspare ich euch sowieso, das Hochladen ja nun auch. Und ich glaube, viel mehr muss ich jetzt gerade an dieser Stelle nicht sagen. Ihr habt ja im Großen und Ganzen ganz einfach gesehen, was ich jetzt hier getan habe. Geschnitten, 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 synchronisiert, geschnitten und ja, so sieht das aus. Ich glaube, jeder, der schon mal ein größeres Videoprojekt geschnitten hat, weiß, wie das aussieht. Und naja, also wenn ich jetzt bedenke, dass das jetzt fast, naja, wenn ich es hochrechne mit dem, was ich jetzt noch machen muss, bestimmt wird das 4 Stunden dauern. Das immer jeweils jede Woche für eine Stöpselkopf-Folge, auch wenn das jetzt gerade ein etwas aufwendigeres Projekt war. Aber so sieht in der Regel immer so eine Stöpselkopf-Folge hinter den Kulissen aus. Ich hoffe, euch hat das Ganze auch gefallen, dass ihr das Ganze mal so gesehen habt. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu dem eigentlichen Ablauf von Stöpselkopf, wie irgendetwas entsteht, zur Technik, was ich irgendwie noch vorhabe, was man noch bauen könnte, etc., 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 schreibt das ganz einfach unten in die Kommentare von den ganzen anderen Videos genauso. Wenn ihr da irgendetwas seht, was euch interessiert, schreibt es einfach drunter. Ich schaue, was sich machen lässt. Vielleicht machen wir irgendwann mal noch einen anderen, tieferen Einblick in Stöpselkopf. Ich wüsste jetzt zwar nicht, was man da machen könnte, aber schickt mir einfach eure Ideen und ich schaue dann mal,
ob sich das realisieren lässt. In diesem Sinne, ihr seht nächste Woche ja diese eigentliche Folge, die ich jetzt geschnitten habe, dann im Kompletten, wie es letztendlich aussieht, wie es gebaut wird, wisst ihr ja eigentlich sowieso schon, aber dann seht ihr das nochmal in der quasi Stöpselkopf-Ausgabe dazu. Und ehe ich jetzt hier noch groß drumherum rede, macht's schön gut, schönes Wochenende, bis nächste Woche, macht's gut, ciao!